Ja, es ist sehr erfreulich, dass wir nach dem Rückstand wieder zurückgekommen sind. Die Jungs haben auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt. Das ist für mich sehr wichtig, diese kleinen Zeichen zu erkennen und zu sehen. Weil die Jungs kenne ich noch nicht alle so richtig und das war heute unser erster offizieller Test und ich denke, alle haben sich gut bewegt. Jeder hat sich zeigen wollen und es war intensiv, es war sehr heiß und ich denke, dass wir auch ein guter Testgegner für FC Basel waren. Der Kopf ist sehr wichtig, gerade in der Phase, weil wir sehr viel arbeiten, weil klar, die Müdigkeit wird permanent uns begleiten und dementsprechend sind solche Erfolgserlebnisse gut für die Seele und für den Kopf. Wir haben heute Morgen trainiert, Ilya Sanchez, Adi, Karim Atmur, Victor Andrade und noch irgendjemand. Und der Sascha Mölders. Und der ist gestern aus Spanien nach Deutschland angereist und wir wollten ihn nur mal ein bisschen bewegen und im Spiel sehen. Wie gesagt, für uns ist ganz wichtig, dass wir relativ wenig Verletzte haben. Das ist uns bisher gelungen. Mit Lacazette ist es ein anderer Fall. Es war ja ein Zweikampf und der hat einen Schlag auf Fuß gekriegt. Das kann man auch nicht vermeiden.